Heute zu Gast im Studio haben wir den CIDO Markus Sontheimer. Du engagierst dich schon eine ganze Weile von Jahren hier in der Hochschule. Wir haben uns mal kennengelernt da drüben in Gebäude 4. Das war auch ein Jubiläum für den Wirtschaftsingenieur. Und in Folge, glaube ich, hast du auch deine Kontakte zur Hochschule intensiviert. Ich erinnere mich an eine Serie von Digitalisierungsworkshops, die du hier mal organisiert hast. Fand ich super. Kannst du mal sagen, die Rolle Digitalisierung oder grundsätzlich, was hat sich denn so im Wirtschaftsingenieurwesen geändert seit deiner Zeit? Eine Ausbildungszeit. Ja, also ich habe mich damals für Wirtschaftsingenieurwesen entschieden, weil es auch damals sehr gute Berufsaufsichten geht. Also ich war damals schon ein sehr rationaler junger Mann und ich wollte was studieren, wo ich hinterher einen guten Job kriege. Also das war schon sehr fokussiert. Ja. Und diese Mischung aus Technik und Betriebswirtschaft, das war eigentlich das, was mir gefallen hat. Ich hatte vorher eine Ausbildung gemacht, hier in der betriebswirtschaftlichen Seite. Und diese an den Schnittstellen zu arbeiten, das war ja auch das Konzept des Studiengangs. Ja. Dieser Skill, der ist heute genauso gefragt wie damals. Als Wirtschaftsingenieur hat man eben nicht nur digitale Technik, sondern man hat zu meiner Zeit damals eben auch noch Elektronik, Regelungstechnik, man hat auch Mechanik gemacht, also der klassische Maschinenbau. Und das stellt einen natürlich relativ breit auf. Und was man eben lernt, sind eben Methoden, Projektmanagement-Methoden, Prozesse definieren. Und ohne diese, sagen wir mal, elementaren Skills kann man auch keine Digitalisierung machen. Mm, ja. Natürlich hat sich die digitale Welt verändert. Die Cloud ist da, die Robotics in der Software ist da. Und die Geschäftsmodelle sind da. Das war sicher ein Thema, das hatten wir nicht diskutiert früher und nicht gelernt. Ja, wie baut man Geschäftsmodelle? Aber die gab es natürlich vor 27 Jahren auch noch. Also ich würde schon sagen, wir haben das Thema Digitalisierung dann zum Thema gemacht in der Hochschule. Es gibt jetzt auch über die Hochschule hinweg quasi eine Quer-Digitalisierungsinitiative, weil Digitalisierung eigentlich in jedem Studienbereich heute stattfindet. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.